Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und in diesem Video möchte ich euch einmal anhand des Projektes BUSD Bank, das gestern gelauncht ist, zeigen, warum ich mich aktuell von solchen Projekten fernhalte und auch keinem raten kann, in solche Projekte reinzugehen, selbst wenn man gamblen möchte, da man in der Regel als normaler User, wenn man kein Influencer oder YouTuber ist, den vermutlich kürzeren ziehen wird und die meisten Leute hier in diesem Projekt Geld verlieren werden. BUSD Bank ist gestern gelauncht zum 30. Juni und man soll eine 3-4%ige Rendite täglich bekommen. 3% bekommt jeder. 4% bekommt man, wenn man ein zusätzliches NFT mintet, das 150 BUSD kostet. Das Ganze ist eine standardmäßige ROI-Dapp. Es wird 4 Projekte in diesem Ökosystem geben und BUSD Bank Vault ist das erste, das jetzt an den Start gegangen ist. BUSD Bank Notes soll zum 7. Juli an den Start gehen. Sie werben dann hier mit Trusted Teams, No Bullshit Policy. Wir werden uns auch gleich noch das Audit anschauen. Aber erstmal zu den Punkten, warum ich mich aktuell von solchen Projekten fernhalten würde. Dazu springen wir jetzt erst einmal auf die Dapp rüber und schauen uns das Ganze an. Der erste Punkt ist dieses NFT hier. Wie bereits gerade erwähnt, mit diesem NFT, wenn man das mintet für 150 BUSD, bekommt man einen Boost von 1% auf seine tägliche Rendite, die dann bei 4% liegt. Und ich denke, jedem ist klar, dass diese Rendite natürlich nicht nachhaltig ist. Das Ganze hier ist ein komplettes Ponzi-Scheme, auch wenn sie das so nicht offen sagen. Sie versuchen das natürlich immer schön zu umschreiben. Beispielsweise, wenn wir hier in das FAQ gehen, ist BUSD Bank ein Ponzi-Scheme? Kurze Antwort, nein. Und das ist natürlich immer witzig, wenn Entwickler sowas in ihr White Paper schreiben, da es natürlich ganz klar ein Ponzi-Scheme ist. In diesem Ökosystem wird es voraussichtlich, wenn es überhaupt so weit kommt, 4 Projekte geben, die sich dann gegenseitig stützen sollen mit den Fees, die sie einnehmen. Aber letztendlich ist es natürlich ein Ponzi-Scheme, da es abhängig ist von neuen Geldern, von neuen Investoren, die dazukommen. Und aus meiner Sicht hat man hier wenig Chancen, besser zu sein als die anderen Personen. Denn darum geht es in Projekten, die von Ponzinomics abhängig sein, sich von Anfang an einen Vorteil zu verschaffen, eine bessere Ausgangsposition zu haben als alle anderen Teilnehmer. In diesem Projekt, selbst wenn man gestern direkt zum Launch eingestiegen ist und keines dieser NFTs gemintet hat, dann kann es schon sein, dass man nicht mal mehr sein initiales Kapital hier rausbekommt. Denn sein initiales Kapital, das man hier einzahlt in BUSD, ist gelockt. Und ich denke, ich brauche euch nicht groß vorrechnen, wie lange es dauert, bis man seinen ROI erreicht, speziell mit 4% täglich. Es gibt nur eine Fee, die beträgt 10%, wenn man einsteigt. Und bei 4% täglich ist man zwischen Tag 25 und Tag 30, wenn man eines dieser NFTs gemintet hat, bereits ROI. Und dementsprechend fließt auch das gesamte Kapital aus dem Projekt wieder raus. Abzüglich der 10%, die natürlich an das Team gehen, die nicht mehr in der Contract Balance sind. In der Contract Balance liegen jetzt aktuell aufgerundet 100.000 US-Dollar und die meisten, die hier eingezahlt haben, werden verlieren. Denn wenn wir uns nochmal die Statistik der geminteten NFTs anschauen, dann sehen wir, dass hier 53 gemintet wurden. Und ich würde mal behaupten, dass 10, 15 Stück davon an Influencer gegangen sind, die das Projekt eh schon promotet haben und dafür bezahlt wurden, dass sie eines dieser NFTs minten, beziehungsweise dass dann in der Bezahlung diese 150 BUSD mit drin waren. Und die werden euch outpacen, die werden schneller zu ihrem ROI kommen, einen großen Vorteil haben. Dazu kommt, dass noch 4% Referral Rewards ausgeschüttet werden. Und dazu kommt noch, dass in der aktuellen Marktsituation bzw. im gesamten DeFi High ROI Space die Leute schon so weit sind, dass sie kapieren, wie diese ROI-Dapps funktionieren und natürlich nicht mehr nach einer Woche bzw. nach 2 Wochen hier einzahlen. Vor allem nicht, wenn hier so hohe Rendite ausgeschüttet wird. Und das Ganze hier ist, selbst wenn wir uns das Audit hier nochmal anschauen und der Team-Trust relativ hoch ist, da das Team schon bekannt ist, es hatte 2 Vorgängerprojekte, die allerdings krachend gescheitert sind und es keine Backdoors gibt, also es ist ein vertrauenswürdiges Projekt, wo der Contract nicht mehr angepasst werden kann und kein Rugbull passieren kann. Aber was auch noch dazu kommt, es gibt eine Emergency Withdrawal Funktion, in der man 50% seines gestakten Kapitals, also seines initialen Kapitals, das man sonst nicht mehr rausbekommt, unstaken kann. Und sobald die Leute sehen, dass die Contract Balance krachen geht, werden sie diese Funktion nutzen, um wenigstens noch 50% ihres Stakes hier rausbekommen. Heißt, zu einem gewissen Punkt wird es eine Kaskade geben. Die Leute sehen, die Contract Balance geht runter und dann muss man im Bruchteil von einer Stunde vermutlich abschätzen, macht es jetzt schon Sinn, mein Stake rauszuziehen oder werde ich, wenn ich es zu spät mache, komplett leer ausgehen. Und genau das wird
nach Tag, ich würde mal behaupten, 30, 40 passieren. Ich werde natürlich dann einen Rückblick machen, wie das Ganze wirklich ausgegangen ist, beziehungsweise es bei uns auf dem Community-Discord teilen. Aber das ist meine Prognose, was mit diesem Projekt hier, das einfach nicht nachhaltig aufgebaut ist und vor allem in den aktuellen Marktkonditionen so nicht überleben kann. Zusätzlich möchte ich noch hier abschließend auf die AMA eingehen mit einem der Projekt-Owner. Und zwar eine Sache, die mich hier in der AMA gestört hat, er war zwar relativ aufrichtig, was die Ponzi-Nomics anging, also nicht so, wie das im White Paper drin steht, allerdings wieder die Sache mit dem Doxing. Klar, nicht jeder Entwickler muss sich doxen, aber hier fällt wieder der Satz, dass zu einem gewissen Zeitpunkt im Projekt, wenn es eben gut läuft oder man eine Kehrtwende braucht, dass sie sich vorbehalten, sich dort zu doxen, also ihre Gesichter zu zeigen. Und das ist aus meiner Sicht die größte Red Flag, die ich jemals in solchen Projekten gehört habe. Das war damals in diesen ganzen Trading-Bot-Projekten schon der Fall, dass sie immer gesagt haben, ja, wenn wir einen bestimmten Meilenstein erreichen, dann doxen wir uns da, dass dem Projekt nochmal einen Boost gibt. Aber aus meiner Sicht ist es eher so, entweder du machst es oder du machst es nicht. Aber wenn das Projekt an sich schon gut ist, ein gutes Fundament hat, dann brauchst du auch diesen Boost, von dem er redet, letztendlich nicht. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass hier kein Doxing in der Laufzeit des Projektes, die ich eben auf 30, 40, maximal 45 Tage, also 1,5 Monate schätzen würde, passieren wird. Das soll es abschließend zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch ein besseres Bild gegeben, warum ich aktuell Projekte wie BUSD Bank nicht auf meinem Kanal präsentiere. Auch wenn ich generell ein Fan von ROI-DApps bin, hier in diesem speziellen Fall sehe ich kein großes Potenzial, Gewinne mitzunehmen, vor allem nicht, wenn man kein Influencer bzw. normaler Investor, normaler Spekulant in solchen ROI-DApps ist. Mich würde natürlich auch wie immer eure Meinung unten in den Kommentaren interessieren. Ist jemand von euch drin? Wenn ja, warum und was erwartet ihr von dem Projekt? Wenn euch die Übersicht gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video morgen auf meinem Kanal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.